So, willkommen zurück, meine lieben Freunde der gesunden Haar- und Körperpflege. Die blaue SGB oder Sweet Georgia Brown ist neu veröffentlicht worden und neu formuliert worden. Ja, Grund genug, einen nichtsdestotrotz alten Vergleich auch wieder zu beleben. So, kommen wir erstmal zu den Einzelteilbesprechungen der blauen Sweet Georgia Brown. Was mir bisher nicht bewusst war, oder also ich wusste zwar, dass die rote von Murray's hergestellt wurde immer, die haben aber mit dem Rezept da irgendwie scheinbar, mit der, was die blaue angeht, da nicht so wirklich, was soll man sagen, was reißen wollen, machen wollen. Deswegen haben sich der Pomade-Shop, der zu meinem großen Unwissen scheinbar der Patenthalter dieser Marke ist, was mir gar nicht bewusst war. Deswegen konnten sie das auch sozusagen weltweit vertreiben. Aber wie gesagt, sich dann mit Steve Locker zusammengetan. Die Inhaltsstoffe sind wenig überraschend: Petrolatum, Lanolin und mikrokristallines Wachs. Ja, da würde ich sagen, das ist eher so, ich würde schon sagen, so die Standardformulierung, so wie es Steve Lockhart macht. Viele werden jetzt sagen, ja, aber dafür ist sie halt doch ein bisschen anders. Hat natürlich auch einen Grund. Das ist sozusagen, also nach dem Motto, da gibt es irgendeinen Geheimtrick bei dieser Pomade. Die gibt es, und zwar schlicht und ergreifend gibt es in den USA ein wesentlich leichter zu besorgendes Vaseline-Konzentrat. Ja, will ich jetzt nicht sagen, Konzentrat ist auch das falsche Wort. Auf jeden Fall eine andere Vaseline. So, und die gibt dieser Pomade so ihren aktuellen, ja, wie soll ich sagen, ihre aktuelle Konsistenz und ihr aktuelles Erscheinungsbild. Vielleicht beschreibt es das am besten. Aber was kann sie denn jetzt? Also sozusagen vom Halt her. Es ist eine Firm Hold. Also ich würde sagen, im Pomade-Shop-Video wurde es auch gesagt, es ist eine andere Goon Grease mit einem anderen Duft. Ich würde sagen, die ist klebriger. Also das auf jeden Fall. Wer jetzt eher so auf so klebrige und so in dem Stil zu stylende Pomaden steht, der wird hier sein Zuhause finden. Hitze hält die nicht viel aus. Also da ist es eher genauso wie die rote Dex. Da ist man relativ schnell im weichen Bereich. Ansonsten aber, ja, es ist eine typische Firm Hold, ja, finde ich ist okay. Der hält übrigens auch 24 Stunden. Dann, das nächste ist, wie ist der Duft? Ich gebe zu, ich hatte den nicht mehr so am Radar und habe dann mit Michael Giller, der ein riesengroßer Sweet Georgia Brown Fan ist, telefoniert und der sagt, ah, der ist genauso wie früher. Und ich muss sagen, da muss ich aber unter Anosmie gelitten haben oder ein Apoplex kurzfristig in der Zeit, weil, also wer mal in den USA war, da gibt es ja so für die Autos, gibt es, das nennt sich Motor Oil Fragrances, die kann man übrigens auch googeln, also jetzt nicht was ich erfinde, ja. Warum? Weil das halt echte Dreckschleudern sind teilweise, diese Karren, und damit die halbwegs irgendwie noch gut riechen und jetzt, wenn du jetzt mit den Dingern vorfährst, jetzt nicht, soll man sagen, so die Stinkmorche per se bist, gibt es eben diese Motor Oil Fragrances. Das sind also Duftstoffe, die gibst du dazu. So, habe ich damals, muss ich sagen, mit ganz, ganz großer Faszination mal gesehen und habe überall dran gerochen. Und habe jetzt zu Michael Gillert gesagt, und ich sage es auch euch, es tut mir leid, aber das riecht genauso. Es tut mir leid. Ich kann, Vintage-Duft, ja, okay, würde ich durchgehen lassen, aber es riecht genau wie diese Motor Oil Fragrances. Ich kann mir nicht helfen. Also ein gewisser Motoröl, eine Motorölnote ist da schon vorhanden. Ja, ich hoffe, man ist mir da jetzt nicht böse für, aber war wirklich, also ich hab dann gerochen und ich habe mir gedacht, Alter, das riecht ja genau so. Hat er da das Zeug rübergezogen, ja, und packt es jetzt in die Pomade. Aber wahrscheinlich nicht, ja, aber wer weiß. Nein, ich glaube es nicht, ja, aber nichtsdestotrotz, also ja, Motor Oil Fragrances war meine erste Assoziation. Der ist wirklich intensiv, ich mag ja normalerweise Duftbomben, habe jetzt aber auch gesagt, also nach Motoröl wollte ich eigentlich nicht riechen, ja, und ja, doch, ja. Es tut mir leid, also mit dem Duft werde ich persönlich zumindest nicht warm. Ansonsten ist die Pomade wirklich gut, die performt wirklich, also das, was man sich von der blauen hätte erwarten wollen. Eine Heavy Hold ist es nicht, das ist übrigens misled, würde ich hier sagen, das ist eine Firm Hold. Aber sie macht, was sie soll, wirklich. Also von der reinen Performance her würde ich sagen, ja, ist sie eine gute Pomade, der Duft
Also ich finde ihn inzwischen fürchterlich. Also das ist, wie gesagt, Motor of Fragrances. Aber kommen wir jetzt mal zum direkten Vergleich. Was kann denn jeweils der eine besser? Es ist, diese Vergleiche wurden, wenn man sich noch, die gibt es übrigens auch noch auf YouTube und für die Gesamtveteranen auf Facebook. Daran haben sich ja ganze Generationen und Geister geschieden. Ich muss sagen, inzwischen kann man sie so nicht mehr vergleichen, weil sie sind doch, ich würde sagen, sie sind inzwischen doch deutlich unterschiedlich. Die rote Dex enthält kein Wachs. Und ich finde, das merkt man. Dadurch schmilzt sie dir schon bei relativ, ich sag mal, warmen oder wärmeren Temperaturen, merkst du, es wird oben auf dem gesamten Bereich wird's weich. Die blaue Sweet Georgia Brown dagegen enthält mikrokristallines Wachs und das ist ein chemisches Wachs und das ist daher, muss man sagen, schon resistenter. Also die kann einfach so vom Gesamtkonstrukt her mehr. Das muss man ganz ehrlich sagen inzwischen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, großes Lob an Steve Lockhart, dem ist wirklich was sehr, 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 sehr Gutes gelungen. Ja, also generell von der Performance. Ich wette, beim Duft hat der Pomade-Shop mitgemischt, aber hängt wahrscheinlich damit zusammen, ja, Motoröl Fragrances. Also ich kann mir nicht vorstellen, aber der Andi war, glaube ich, da war schon öfters in den USA, der muss da ja mal dran gerochen haben. Die kann mehr inzwischen. Würde ich definitiv sagen. Bei uns wird es heiß. Also wir haben jetzt hier draußen sind es jetzt schon 30 Grad. Die hält da noch. Ja, die ist da noch nicht so weich. Die hier schon. Also da wird das macht die euch nicht mehr so in dem Ausmaß mit. Beim Duft, wie gesagt, es tut mir leid. Also ich habe diese Assoziation und ich werde sie nicht los. Dafür ist die eine echte Duftbombe also inzwischen. Aber ich muss sagen jetzt, wer auf diesen Duft steht und seine Umwelt damit bereichern möchte, finde ich das ja gut. Also ich finde gut, wenn Pomaden intensiv parfümiert sind. Wirklich. Das gibt euch, also das gibt dem Pomadenträger, finde ich, rein persönlich einen sehr individuellen und sehr charakteristischen Touch. Ne? So, das ist, da würde ich sagen, das würde ich befürworten. Da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Persönlich mag ich aber diesen doch pudrigeren Geruch, der, ja, ich mag den mehr. Also ich mag den Duft der roten Decks wesentlich mehr. Wirklich, das ist, da bin ich zu Hause. Also hier sage ich, das ist Nostalgie. Das ist wirklich Nostalgie, wo ich sage, das war ehemaliger Barbershop mit allem drum und dran. Ich habe das bei der blauen Sweet Georgia Brown nicht. Es tut mir leid. Und Duft ist bei mir schon, spielt bei mir schon eine relativ große Rolle. Finales Verdikt. Von der Performance her oder vom generell von der Leistungsfähigkeit her kann die hier mehr. Wirklich. Die hält mehr aus, gerade was jetzt die wärmeren Monate angeht. Die hat, ich würde sogar sagen, auch mehr Glanz. Wie gesagt, die kann mehr von der Performance. Die hier ist vom Duft deutlich besser. Ja, für mich. Weiß nicht, wie es andere sehen. Übrigens, was weggefallen ist, Entschuldigung, hatte ich beinahe vergessen. Früher hatten, wenn man mit dem Kamm durchgegangen ist, wenn man sich die Sweet Georgia Brown in die Haare gegeben hat, hatte das so einen richtig krassen Gelbstich. Das ist hier weggefallen. Großartig, wirklich, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht warum, aber es ist weg. Ja, das soll es von mir von hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet alle schon wahrscheinlich eure Neugier stillen daran. Wie gesagt, mein Duft ist es nicht. Ich finde die Pomade trotzdem gut, das sage ich ganz, ganz ehrlich, weil ich finde, dass die Performance und alles drum und dran im Prinzip dem Ruf, den sie auch hatte, gerecht wird. Sie ist nur keine Heavy Hold, wie es draufsteht. Ansonsten, sehr, also wirklich gutes Produkt. Ja, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.